Also, ich werde erstmal kurz was über mich erzählen, weil, über das Debian-Projekt an sich und Python im Zusammenhang mit Debian. Dann werde ich Hinweise geben, wie man als Upstream-Maintainer dafür sorgen kann, dass die eigene Software ins Debian-Repository gelangt. Dann erzähle ich was es an Werkzeugen gibt und wie man Python-Module paketiert. Und zum Schluss habe ich noch eine Demo vorbereitet, wo ich ein Debian-Paket von einer kleinen Python-Library paketieren werde. Wer bin ich? Ich bin Software-Architekt bei der T-Systems Multimedia Solutions in Dresden. Seit heute interner Mitarbeiter, vorher war ich externer. Ich bin Debian-Developer seit 2009 und bin bei caz.org Infrastrukturadministrator und habe dort auch eine LXC-basierte Infrastruktur mit Python-Skripten zur Automatisierung gebaut. Und meine Spezialgebiete sind halt freie Software und gerade jetzt in Projekten auch Kryptographie. Was mache ich mit Python? Ich bin Maintainer von SQL Alchemy Migrate. Das kennen vielleicht ein paar Leute, das ist für Datenbankschema-Migration mit SQL Alchemy. Ich bin außerdem Maintainer des Python-Bindings für die Cracklib. Das ist eine Library zum Passwortstärke prüfen. Also das kann so Dictionary-Prüfungen machen und solche Sachen wie Palindrome und Wiederholungen von Passwörtern. Und ich entwickle und hoste den Debian Member Portfolio Service, der hieß bis letztes Jahr noch Debian Developer Portfolio Service, aber seit letztem Jahr haben wir auch Members, die keine Developer sind und das wird jetzt mit dem Namen auch erwähnt. Und ich bin auch Maintainer diverser anderer Debian-Pakete im Python-Module und Application-Packaging-Team aktiv. Genau. Und ich entwickle intern für Projekte bei mir auf Arbeit auch Python-Tools, die dort für Automatisierungssachen oder für irgendwelche Entwicklungsunterstützung genutzt werden. So, was ist Debian? Debian ist eine der umfangreichsten Distributionen freier Software. Also ich glaube, vom Repository her dürfte es so die größte sein. Das Debian-Projekt wurde 1993 gegründet, das ist also auch eine der ältesten Distributionen. Und wir haben einen hohen Anspruch an Qualität und insbesondere auch an die Freiheit der Software. Die Freiheit der Software ist auch in unserem Social Contract festgeschrieben und dort drin sind auch die Debian Free Software Guidelines, aus denen dann später mal die Open Source Definition hervorgegangen ist. Debian ist ein reines Community-Projekt, also es steht keine Firma dahinter und wir haben eine Projektleiterwahl einmal im Jahr und ansonsten wird das Projekt halt durch die Leute geprägt, die was tun, deswegen Duocracy. Und es gibt derzeit mehr als 800 Projektmitglieder. Ich glaube, im letzten Jahr sind viele dazugekommen, also vielleicht sind es inzwischen auch über 900. Und es gibt auch viele weitere Beitragende, gerade so Leute, die Bugreports schreiben, Übersetzungen machen und Dokumentation schreiben, die jetzt nicht direkt Debian-Developer sind. Und wir haben seit letztem Jahr auch Debian-Developer, die keine Packages betreuen, zum Beispiel um Leuten, die viel Übersetzungen schreiben oder an irgendwelchen Sachen arbeiten, die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel bei der Projektleiterwahl mitzumachen. Dann haben wir Portierungen für sehr viele Prozessorarchitekturen und auch Betriebssystemarchitekturen. Also wir haben 10 offizielle Portierungen mit dem Linux-Kernel und 2 mit FreeBSD-Kernel. Seit dem 6.0-Release sind die als Technical Preview auch unterstützte Architekturen und es gibt außerdem für GNU/Hurd und andere esoterische Kernel auch Portierungen. Ja, diese 28.000 Softwarepakete, das ist stable, also ein Testing, was zurzeit im eingefrorenen Zustand fürs nächste Release ist, sind reichlich 35.000, also das wird auch größer. Inzwischen passen wir, glaube ich, auf 3 Blu-rays, das Gesamtarchiv, also ist schon recht groß. Und Debian ist auch eine wichtige Basis für viele andere Distributionen, also gerade Ubuntu nutzt eigentlich sehr viel auch von Debian-Infrastruktur letzten Endes, indem sie Packages von uns einfach nehmen. Und es gibt auch sehr viele Ubuntu-Entwickler, die auch gleichzeitig Debian-Entwickler sind. Also da ist eigentlich eine sehr fruchtbare Koexistenz. Also ja. Wie hängt Debian mit Python zusammen? Also wir haben mehrere Python-Versionen in Repositories. Gerade im aktuellen Testing ist 2.6 und 2.7 und die 3.2 drin. Und ja, also wir unterstützen dann auch die Packages für die Python-Versionen, die da verfügbar sind. Bei uns ist User Bin Python noch Python 2. Es gibt ja auch andere Distributionen, wo es schon Python 3 ist und User Bin Python 3 ist Python 3. Es gibt dann immer noch die Aliase, also Python 2.7 kann man aufrufen oder Python 2 kann man auch aufrufen und Bin kommt dann auch zu einer richtigen Version. Und bei
Beim Debian-Projekt gibt es zwei Teams für die Maintenance von Python-Modulen und für die Python-Anwendungen. Die haben dann auch jeweils Teamseiten. Man kann auch Member von diesen Teams werden, wenn man kein Debian-Developer ist. Dann findet man in den Teams Leute, die einem helfen, die Packages hochzuladen. Und wir haben einen gemeinsamen IRC-Channel für die beiden Teams, das Debian Python auf OFDC. Und wir haben eine Mailingliste, wo auch sehr viele Leute aktiv sind, die auch außerhalb vom Debian-Projekt sind, die auch Fragen beantwortet von Leuten, die da neu dazukommen oder eben Diskussionen zu den Packaging-Frameworks, die wir benutzen, wird. Und was wir natürlich sehr wollen, ist, dass es eine Kooperation mit Upstreams gibt. Also wenn ein Upstream-Projekt interessiert ist, in Debian paketiert zu werden, dann können die Leute gerne auf uns zukommen. Dann gibt es auch Leute, die da weiterhelfen bei Fragen. Und wir haben natürlich auch das Interesse, dass die Leute, die Packages maintainen, dass die mit ihren Upstreams auch reden, sich kümmern, dass da Patches zum Beispiel, die wir für bestimmte Bugs bei uns drin haben, auch in die Upstream-Projekte reinkommen. Und ja, auch mit anderen Distributionen wollen wir gern zusammenarbeiten. Also wenn es da gute Ideen gibt, dann sind wir dafür natürlich offen. So, jetzt zwei Hinweise für Upstreams. Erstmal, wie kommt so eine Software überhaupt in Debian rein? Wie sieht der Prozess aus? Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die man beachten sollte. Erstmal, wie fängt das an? Jemand findet irgendeine interessante Software oder man ist Upstream und will, dass die Software paketiert wird. Dann gibt es bei uns einen großen Bugtracker und da gibt es ein Meta-Package, das heißt WNPP oder Work Needing and Prospective Packages. Und da kann man mal nachsehen, arbeitet da vielleicht schon jemand dran? Gibt es da vielleicht schon einen Request for Packaging? Das ist ein Bug-Report sozusagen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schreibt man so ein RFP oder ITP. Das zeige ich dann nochmal, wie das aussieht. Dann ist es wichtig, dass man erstmal ermittelt, kann man das überhaupt paketieren? Weil wir natürlich Wert darauf legen, dass die Software auch wirklich frei ist und unseren Guidelines entspricht. Das heißt, man muss die Lizenz erstmal prüfen. Da kommen wir dann nachher nochmal drauf, wenn ich sage, was sollte man beachten, damit die Software paketiert werden kann. Und ja, dann muss man natürlich schauen, ist zum Beispiel das Build-System so, dass man das Ding auch bauen kann aus den Sourcen und solche Sachen. Und dann, ja, entweder ein Debian-Developer oder irgendein anderer interessierter Maintainer baut das Paket. Das zeige ich dann, wie das geht. Und dann kann ein Debian-Developer das Paket ins Archiv hochladen, dann wird das beim ersten Upload von den FTP-Mastern geprüft. Das ist ein relativ kleines Team, die schauen sich an, passt die Lizenz, sind alle Files, die in diesem Paket drin sind, auch wirklich von dieser Lizenz abgedeckt und noch ein paar Qualitätssicherungsmaßnahmen. Und wenn die das erlauben, dann wird das freigegeben. Und solange bei so einem Paket keine neuen Binärpakete dazukommen bei späteren Versionen, wird dieser händische Schritt dann beim nächsten Upload übergangen. Ja, was sollte man beachten als Upstream? Also erstmal eine Lizenz, die mit der DFSSG kompatibel ist. Also es gibt ja eine ganze Menge freie Software-Lizenzen. Da sollte man auch keine neue erfinden, sondern wirklich eine Lizenz nehmen, die anerkannt ist. Also es gibt immer mal wieder Projekte, die denken, wir müssen uns eine neue Lizenz ausdenken oder wir schreiben irgendwelche Sätze dazu zu den Lizenzen. Das ist immer ungünstig. Also dann dauert das extrem lange, sowas zu diskutieren. Und in vielen Fällen führt es dazu, dass dann den Upstream-Projekt vorgeschlagen wird, ändert doch deine Lizenz auf MIT oder auf BSD oder eine GPL. Dann ist es wichtig, einem alle zum Bauen benötigten Daten mitliefern oder zum Beispiel Dependencies ordentlich deklarieren. Dann eine saubere Versionierung, also aufsteigende Versionsnummern mit einem ordentlichen Nummernschema. Da gibt es auch gerade für Python diverse PEPs, die das beschreiben. Also auch wie man Alpha-Versionen oder Beta-Versionen kennzeichnet, dass die halt anders aussehen und die Versionierung aufsteigend ist. Dann gibt es eine Möglichkeit, Metadaten in der Setup-PY zu beschreiben. Das ist in diesem PEP 314 definiert. Das ist auch das, was zurzeit funktioniert. Ich habe hier geschrieben, oder besser Setup-Config. Das ist aber nur dann besser, wenn dieser PEP 390 mal implementiert ist. Der wäre in dem Packaging in Python 3.3 reingekommen, aber das ist ja wieder zurückgezogen worden. Also im Moment ist doch Setup-PY das Mittel der Wahl, um zum Beispiel Daten wie Lizenzinformationen oder Upstream-Autor und sowas reinzuschreiben. Und es gibt noch einen Upstream-Guide im Debian-Wiki, den sollte man sich auch mal anschauen, wenn man interessiert ist, dass die Pakete da reinkommen. Was auch eine sehr wichtige Sache ist, wir haben einen sogenannten Debian External Health
Check und der benutzt Skripte, mit denen man, also da gibt es einen Watch-File, das zeige ich dann nochmal, wie das aussieht, und da steht praktisch ein URL-Pattern drin, unter dem man die neuen Archive finden kann von dem Upstream, von der Upstream-Software, und da ist es halt wichtig, dass diese URLs stabil sind, also dass man nie jedes Mal seine Verzeichnispfade umschiebt auf irgendwelchen Servern, dass die Versionsnummer in den Archivnamen drin steht und dass man das Ganze auch ohne JavaScript kann. Also das sind Skripte und die machen kein JavaScript, sondern die versuchen da eine Verzeichnislisting oder eine HTML-Seite aufzurufen und dort drin die Links zu finden, und wenn da nur JavaScript drin steht, dann sehen die praktisch nichts. Was auch sehr sinnvoll ist, dass man erstmal schaut, meine Software, kann die mit den paketierten Versionen von irgendwelchen Abhängigkeiten funktionieren? Und wenn nicht, dann sollte man entweder sehen, dass man da bei der Aktualisierung dieser Abhängigkeiten mitwirkt, oder wenn die Sachen noch nicht paketiert sind, dass man vielleicht einen Request for Packaging oder wenn man selber das machen will, auch ein Intent to Package schreibt, um diese Abhängigkeiten erstmal zu paketieren. Also oft hat man solche Request for Packaging Bugs, wo man dann feststellt, okay, das Ding braucht hier noch 10 andere Bibliotheken und dann kann ich erst anfangen. Und es gibt eine sehr nette Mail von einem unserer Kernteam-Member im Python Module-Team, die hat ja mal geschrieben, und da steht schön zusammengefasst, was man alles tun sollte, wenn man auf keinen Fall ins Debian-Repository kommt. Also da stehen halt so die ganzen Gegenteile von den Sachen drin, die ich jetzt gesagt habe. So, wie funktioniert das nun mit den Python-Modulen? Wie paketiert man die? Ich zeige erstmal, wie das ganz eilig geht, wenn man die Sachen nicht ins Debian-Archiv kriegen will, sondern bloß sich zum Beispiel ein privates Repository aufsetzen will. Dann erzähle ich was, wie Debian-Pakete aufgebaut sind, was für Tools wir haben und noch ein paar Best-Practice-Sachen. Also für Eilige gibt es zum einen STDEP, das ist schon etwas älter, da steckt man einfach so ein Tarball von PyPy rein und dann fällt hinten ein Binärpaket raus, wenn sich das irgendwie automatisch bauen lässt mit Setup-Tools oder so, und ja, das kann man machen, da fällt halt hinten ein großes Python-Package raus, was man installieren kann mit dpackage oder mit apt. Und das STDEP gibt es auch im Archiv. Und es gibt seit diesem Sommer gibt's PyPy2Deb. Das ist echt das, was da steht. Also das kann ein komplettes PyPy abziehen, versucht alle Pakete zu bauen, sowohl Python 2 als auch Python 3 Pakete, und erzeugt dann daraus ein lokales Repository mit den ganzen Sachen. Also man kann auch über Patterns einschränken, welche Pakete gebaut werden sollen, wenn man bloß ein paar bestimmte braucht. Das ist ein sehr interessantes Projekt, aber die Pakete, die bei beiden dieser Tools rausfallen, sind halt so, dass man die nicht ins Debian-Archiv kriegt. Da sind natürlich keine Copyright-Informationen drin, so wie sie gebraucht werden. Und es fehlen auch diverse andere Metadaten, gerade in den Control-Files. Die Abhängigkeiten werden nur dann aufgelöst, wenn die auch sauber in den Setup-PYs oder so drinstehen. Also da gibt es noch ein paar Sachen, die eben noch nie automatisierbar sind, weil es keine einheitlichen Metadaten gibt. Dann zum Aufbau von Debian-Paketen. So ein Quellpaket besteht zum einen aus einem Upstream-Archiv. Das wird in der Regel so gelassen, wie es runtergeladen wird. In manchen Fällen, gerade im Bereich von Spielen oder so, ist es häufig so, dass da beispielsweise Bilddaten oder irgendwas drin sind, was eigentlich nicht klar definiert ist, wo kommen die her, was haben die für eine Lizenz oder gar aus irgendeinem ursprünglichen System stammen, was eben unfrei ist. Die müssen dann aus den Source-Tarballs rausgeschmissen werden. Da wird in der Regel eine Regel in unserem Make-File geschrieben, also in dem Debian-Rules-File, die das auch automatisiert, dieses Repackaging. Und es gibt zum Zweiten ein DiffGZ für Packages mit einer älteren Version des Source-Formats, und bei neueren gibt es eine Debian-TargetZ mit den ganzen Debian-Anpassungen. Da sind praktisch alle Änderungen, die wir haben, als Patches drin oder als Files. Und aus einem Quellpaket können auch mehrere Binärpakete erzeugt werden. Das zeige ich dann. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, wenn ich jetzt so ein Package hier wie Python FS hätte, dann könnte ich da zum Schluss ein Python FS für Deb für Python 2 haben und noch ein Python 3 FS für Python 3. Und ja, das zeige ich dann noch, wie das aussieht. Dann gibt es in dem Debian Source Tree ein Unterverzeichnis Debian. Das ist ganz wichtig. Da steht eigentlich alles drin, was unsere Tools für das Packaging brauchen. Da gibt es zum einen diesen Folder Source, da steht
beispielsweise Source-Format drin. Damit kann man halt steuern, ob diese DiffGZ oder die TargetZ für die Informationen sind. Und dann kann man auch noch solche Angaben angeben, wie mit welchem Kompressionsalgorithmus wird das Zeug komprimiert. Also man kann auch mit BZIP2 oder mit LZMA, also mit dem XZ, das komprimieren. Dann gibt es, was ganz wichtig ist, das Copyright-File. Das ist halt das, was die FTP-Master sich am Anfang angucken. Da steht halt drin, wie die Lizenzen für sowohl für die Upstream-Daten als auch für das Debian-Packaging sind. Da gibt es inzwischen auch einen anerkannten Standard, wie man das maschinenlesbar machen kann. Das zeige ich dann noch, wie das aussieht. Und es gibt dann dieses Control-File. Da steht eigentlich alles drin, was so an Voraussetzungen da sein muss, um das Paket bauen zu können und auch dann später, um es zu installieren. Also da stehen die ganzen Bildabhängigkeiten drin, dann auch die Abhängigkeiten zur Laufzeit und eben Beschreibungen, Informationen, wie die Binärpakete heißen und wie die aussehen. Und dann stehen da auch solche Sachen drin wie Versionskontrollinformationen, wo finde ich das Repository, in dem dann die Debian-Informationen versioniert werden. Dann gibt es eine Changelog, die wird immer schön weitergeschrieben. Wenn man eine neue Version macht, kommt dort ein neuer Eintrag rein. Da gibt es ein Tool dafür, das zeige ich dann auch, wie das aussieht. Und es gibt das Debian Rules-File, das letzten Endes ein Skript mit Regeln zum Bauen der Binärpakete. Im Normalfall ist das ein Make-File, also das ist ein Executable und bei den meisten Packages ist es ein Make-File. Man könnte theoretisch auch zum Beispiel mit Python oder so das selber bauen, aber macht man eigentlich nicht. Okay, Holger sagt, die Policy verbietet das. Okay, also nur noch Make-File. Es gab früher mal Pakete. Gibt noch zwei, okay. So, dann, wie baut man so ein Binärpaket? Also man muss natürlich erstmal diese ganze Source-Paket-Struktur bereitstellen und dann gibt es da diverse Tools. Also am Ende benutzen die eigentlich alle das dpackage-build-package und dann gibt es dafür ein paar Frontends. Das dbuild, das kann man nehmen, wenn man die ganzen Bildabhängigkeiten schon installiert hat. Was ich eigentlich sehr empfehle, ist, den P-Builder zu verwenden. Der baut praktisch die Pakete in einem sauberen Change-Root, wo wirklich ein Debian Unstable drin liegt und dort wird das gebaut. Das werde ich dann noch in der Demo verwenden. Das PDE-Build, das ist praktisch ein Frontend für P-Builder. So, wie sieht so ein Binärpaket aus? Also es hat die Dateiendung deb, hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Dann ist das ein Unix-R-Archiv, wo zwei Dateien drin liegen, eben ein Control-Target-Z und ein Data-Tar mit einer dieser Erweiterungen, je nachdem, was man in dem Source-Format eingestellt hat. Normalerweise ist es halt auch ein Target-Z. Und dann gibt es zwei Arten von Binärpaketen. Zum einen welche, die mit _all.deb enden. Das sind welche, die sind unabhängig von der Architektur. Das sind in der Regel zum Beispiel solche Sachen wie Python-Sachen, die keine C-Extensions haben, die kann man einfach so, wie sie sind, auf jeder beliebigen unterstützten Architektur installieren. Die werden auch nie nochmal neu gebaut. Und dann gibt es die, wo die Architektur noch drin steht. Das würde dann zum Beispiel irgendwie mit _i386 oder oder AMD64.deb heißen. Das sind dann die Binärpakete, die architekturspezifisch sind, wo irgendwelche C-Erweiterungen beispielsweise drin sind. Dann kommen wir mal zu den Tools. Zum einen unseren Bugtracker, den habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wo es um die ITP oder Request for Packaging Bugs ging. Der ist unter bugs.debian.org per Web erreichbar. Ansonsten ist die Kommunikation mit dem Bugtracker bei uns komplett per Mail. Das Report-Bug ist ein Kommandozeilentool, das macht aber auch nichts weiter, als Mail-Templates auszufüllen und die dann zum Beispiel mit Mutt oder irgendeinem anderen Tool oder mit Sendmail zu verschicken. Und dann gibt es noch ein zweites Tool, das heißt BTS. Da kann man mit dem Bugtracking-Control-Server reden. Da kann man zum Beispiel solche Sachen machen wie BTS und dann eine Bugnummer, Blocks und dann einen anderen Bug und dann wird da sozusagen diese Blockade in dem Bugtracker markiert. Es geht alles per Mail, also da gibt es keine irgendeine Web-Oberfläche oder so, wie man das zum Beispiel von Track oder irgendeinem anderen Bugtracker gewöhnt ist, sondern das wird per Mail gemacht. Und wie gesagt, es gibt dieses Work Needing and Prospective Packages Meta-Package und da gibt es diverse Kategorien. Zum einen Request for Packaging, das sind halt welche, wo jemand gerne möchte, dass seine Software ins Debian-Projekt reinkommt. Wenn man da Interesse hat, sowas zu machen, kann man erstmal gucken, ob dort schon was Interessantes da ist und man gerne mal paketieren will. Dann gibt es
sogenannte Request for Helps. Das sind gerade bei größeren Paketen ist es oft so, dass die Maintainer irgendwann nie genug Zeit haben, sich um die Fehler zu kümmern. Dann schreibt man so einen Request for Help und möchte, dass da andere Leute dran mitarbeiten. Das macht man damit praktisch bekannt. Und es gibt diese ITPs, wenn man ein Paket paketieren will, also Intent to Package heißt das. Dann gibt es ein paar Helfer für die Arbeit mit Quellpaketen. Das ist zum einen DCH, mit dem kann man diese Changelog-Files automatisiert in der richtigen Syntax aktualisieren lassen. Da gibt es zum Beispiel DCH-I, mit dem kann man die Versionsnummer inkrementieren. Dann gibt es DCH-A, da kann man einen Eintrag hinzufügen. Dann gibt es Step-Commit, das ist auch sehr schick, wenn man mit einem Versionskontrollsystem arbeitet. Also bei unseren beiden Python-Teams ist es im Moment noch Subversion. Gab es mal eine Diskussion, dass es vielleicht zu Git oder Mercurial geht, aber viele haben gesagt, wir brauchen so eine Teil-Checkouts von dem Repository, deswegen ist es immer noch Subversion. Und dieses Step-Commit holt sich halt Informationen aus dem Changelog, was da gerade neu hinzugekommen ist, und schaut im Debian-Control-File nach, wo liegt das Versionskontrollsystem, und kann dann eben Commits machen, kann auch für die Releases gleich die Tags erzeugen und signieren bei Git. Und ja, das ist auch sehr nützlich. Also man muss dann nicht für Commit-Messages alles nochmal von Hand schreiben, sondern der nimmt dann Informationen, die in dem Changelog ohnehin drinstehen. Dann, was ist gerade bei unseren Python-Packages sehr wichtig, dieses SVN-Build-Package, das kümmert sich halt darum, das Original-Target-Set auszupacken, dann die Debian-Änderungen dazu zu nehmen und dann zum Beispiel PDE-Build aufzurufen. Dann, weil wir bei uns in unserem Repository jetzt bloß dieses Debian-Unterverzeichnis drin liegen haben. Das SVN-Build-Package kümmert sich halt darum, das zusammenzuführen. Und sowas gibt es natürlich auch für andere Versionskontrollsysteme. Das gibt es für Git, das gibt es für Bazaar, das gibt es auch für Mercurial. Und das ist auch sehr empfehlenswert, das zu nutzen. Dann ganz wichtig, da wird der Holger bestimmt auch zustimmen, es gibt das Lintchen. Und an sich ist es so, jeder Entwickler sollte seine Pakete, bevor er die irgendwo hochlädt, mit dem Lintchen so sauber machen wie möglich. Das gibt halt Warnungen aus, wenn man gegen irgendwelche Sachen in der Policy verstößt, wenn man beispielsweise kein Makefile schreibt für Debian Rules. Es gibt auch Errors, es gibt inzwischen auch in unserem Archiv Beschränkungen, wenn ein Lintchen Errors wirft, dann wird das Paket rejected, also wird nicht ins Archiv aufgenommen. Und was ich vorhin schon erzählt habe, mit diesen Watch-Files, dazu gibt es das U-Scan. Damit kann man, wenn man jetzt ein Paket hat und weiß, okay, Upstream hat eine neue Version rausgebracht, kann man mit U-Scan automatisch dann den Tarball von der neuen Version runterladen lassen. Das ist auch sehr nützlich. Und dann gibt es noch Debhelper. Das ist eine Sammlung von vielen Skripten, die man in Debian Rules verwenden kann. Da gibt es inzwischen auch so einen Command-Sequencer, DH nennt er sich. Und damit kann man Pakete fast komplett automatisiert bauen. Also bei ganz einfachen Paketen schreibt man da wirklich bloß eine Rule in seinen Makefile rein und dann wird das damit gebaut. Für Python gibt es noch zwei Helper, die heißen dhpython entweder 2 oder 3, je nachdem was für eine Version. Und die kümmern sich dann darum, bei der Installation des Paketes beispielsweise die Bytecompilierung zu machen und anhand von irgendwelchen Imports oder aus den Setup-PY-Files die Dependencies rauszubekommen. Und die verlinken auch alle Dateien in die richtigen Site-Packages oder Dist-Packages-Verzeichnisse von den Python-Versionen. Das machen diese beiden Helper. Und es gibt seit ungefähr einem Jahr noch das DH-Sphinx-Doc. Damit kann man, also Sphinx-Doc muss man noch selber bauen, aber dann, wenn man die gebaut hat, kann man sich darum kümmern, dass zum Beispiel diese JavaScript-Versionen, also da ist ja jQuery.js mit drin und solche Sachen, dass die aus einem Systemverzeichnis verwendet werden, sodass man für alle Pakete, die Sphinx-Dokumentation haben, die systemweit vorhandenen JavaScript-Files benutzt. Und das macht auch Sachen, dass es zum Beispiel dieses Source-Verzeichnis rausschmeißt aus den generierten Dokumentationen, weil man das in der Regel ja nicht braucht. Was auch wichtig ist, also Pakete werden immer für Debian Unstable gebaut und die wandern dann automatisch nach Testing und wenn Testing irgendwann released wird, auch nach Stable. Im Moment wandern die nicht automatisch nach Testing, weil wir gerade im Freeze sind. Also wir sind gerade dabei, Debian 7 vorzubereiten und da ist diese automatische Migration nach Testing ausgeschaltet. Genau, und jetzt kommen wir zur Demo. So, wie fängt man an? Das habe ich vorhin schon gesagt. Also man analysiert erstmal dieses Paket auf Lizenzierbarkeit. Auf Paketierbarkeit ist es dann auf reinen Lizenz, ist das Bildsystem dabei.
Und dann fängt man erstmal an. Jetzt habe ich die ganze Seite gezeigt. Nee. Genau, Paketierbarkeit. Dann schreibt man ein ITP oder guckt, ob schon jemand einen Request for Packaging geschrieben hat, den man dann umbenennt in so ein ITP. Aber in der Regel, also Report-Bug ist das Tool, WNPP, das Package. Und dann kann man den Typ auswählen. Das macht also Report-Bug, erkennt, wenn man WNPP nimmt. Man will irgendwas mit diesem WNPP-Metaprojekt machen und fragt dann schon, was für ein Typ von Bug wird das? Wird das jetzt ein ITP? Dann gibt einem das schon ein fertiges Mail-Template hin, wo man dann noch beschreibt, was man will. Das Python-Error-Handler ist das Beispiel, was wir heute machen. Und dann gibt es eine Nachfrage nach ein paar Sachen zu dem Package, die der wissen will, und dann erzeugt er praktisch eine Mail. Dann schickt er die an das Bug-Tracking-System und nach ein paar Minuten, wenn dann der Cronjob dort gelaufen ist, kriegt man dann eine Bug-Nummer, die man sich auch merken kann. Jetzt mal, ob das hier klappt mit Browser. Anscheinend nicht, okay. Genau, also man kann dann diesen Bug-Report sich auch im Browser anschauen. Das mache ich jetzt mal nicht. Und dann geht es so weiter. Also man holt sich natürlich ein aktuelles Upstream-Archiv, möglichst verlinkt das richtig, steht hier. Ich zeige mal, wie das aussieht. Und zwar, das jetzt klappt, nee. Präsentation mal beenden. Also jetzt zeige ich ein großes Terminal. Ja, jetzt hat es auf den falschen Monitor geschoben. Gucken, ob der Font groß genug ist. Ich denke, so kann man es sehen. Also ich habe jetzt hier ein, ist doch etwas groß. Ich habe jetzt hier ein Upstream-Tarball ausgepackt, also auf der Ebene drüber sieht das so aus. Es gibt dieses Error-Handler-TGZ, das ist so, wie es runtergeladen ist. Und dann gibt es da noch dieses Python-Error-Handler-111.org.tgz. Das ist sozusagen so, wie das da dann später gebraucht wird vom Namen her. Wenn man das U-Scan benutzt und eine neue Version von dem Package runterlädt, macht das automatisch einen Symlink auf das Originalarchiv mit dem richtigen Namen schon. So, dass man das nicht jedes Mal von Hand machen muss. Genau, dann braucht man als nächstes diese Struktur innerhalb von diesem Debian-Unterverzeichnis. Das heißt, man legt sich erstmal das Verzeichnis natürlich an, dann braucht man eine Debian-Control, um das Paket zu beschreiben, ein Debian-Copyright und ein Debian-Watch-File. Die schreibt man in der Regel von Hand. Ich habe das natürlich mal vorbereitet. Wir haben, ich habe das so gemacht, dass ich halt mit Git die einzelnen Schritte versioniert habe. Ich habe auch bei Gitorius diese einzelnen Schritte nochmal dokumentiert. Ich werde das auch nochmal in die finalen Folien reinschreiben. Also es gibt jetzt hier dieses Debian-Verzeichnis und da gibt es wiederum ein paar Files. Das Watch-File, das zeige ich mal, das ist schön klein. Das ist halt das für U-Scan, da steht halt in dem Fall eine PyPI-URL drin und da hinten hat man ein Regex für den Platzhalter für die Versionsnummer. Dann zeige ich mal noch das Debian Control. Das ist sehr viel. Muss man mal ein Less nehmen.
Also es fängt halt an, oben steht, wie das Source Package heißt. Ich habe Python Error Handler genommen, weil Error Handler an sich könnte es ja sein, gibt es vielleicht auch in einer anderen Sprache mal, damit es da nie später wir uns um den Namen streiten müssen. Dann gibt es eine Section, das steht alles in der Debian Policy bzw. in der Developer Referenz drin, was es da an Sections gibt, was, wie man das was einzusortieren hat mit Richtlinien. Dann gibt es eine Priority, das ist optional, also das muss natürlich nie auf jedem System installiert sein, das steht genauso in der Policy. Dann steht als Maintainer, habe ich das Team eingetragen, weil ich das auch in einem Team-Repository ablegen will. Dann als Uploader habe ich mich selbst eingetragen. Dann gibt es ein paar Build-Dependencies, zum einen Dep-Helper, da habe ich Version größer gleich 9, also der 9 ist schon im aktuellen Stable drin, also kann man benutzen. Dann die Python-Version, dieses 2.6.5 mit der Tilde dran, das habe ich genommen, weil das DH-Python 2 erst dort so drin ist, wie ich das brauche, also es richtig funktioniert. Und dann steht hier noch Python-Setup-Tools dran, das ist bei Debian eigentlich Distribute, also wir haben Distribute genommen, das ist ja API-kompatibel mit Setup-Tools und ja, das brauche ich an der Stelle auch, weil das Ding mit einer Setup-PY gebaut wird. Und dann gibt es diese Standards-Version, das ist praktisch die Version der Policy, die das Paket vorgibt zu erfüllen. Das ist auch eine Einstellung dann später für Lindian, was der an Regeln anwendet. Dann gibt es noch die Upstream-Homepage und dann zwei URLs von unserem Subversion von unserem Python-Team. Das eine ist halt zum Anschauen, das kann man in der Package-Tracker-Seite dann später auch anklicken und dann kommt man einfach an die richtige Stelle in einem Repository-Browser und das andere ist die URL zum Committen von Paketänderungen. Und danach kommt eine Leerzeile und dann kommt die Definition des Binärpakets. Das ist erstmal Python-Error-Handler, das ist also für Python 2. Bei Python-3-Paketen, die fangen immer mit Python 3 und ein Minus an. Dann Architecture All, weil das ist eigentlich wirklich nur reiner Python-Code, da gibt es keine C-Extension. Und dann gibt es hier so ein Depends. Und da gibt es zwei Sachen. Das eine, dieses Dollar geschweifte Klammer Python-Depends, das wird vom DH-Python 2 gefüllt. Da stehen dann praktisch die Python-Dependencies drin. Und das Dollar Miss-Depends, das wird vom Dep-Helper gefüllt. Da können zum Beispiel solche Sachen reinkommen, wie irgendwelche Sachen, die Maintenance-Skripte brauchen. Im Regelfall wird das bei Python-Paketen leer bleiben, aber wenn man Dep-Helper verwendet, muss man auch dieses Miss-Depends reinschreiben, sonst beschwert er sich. Dann gibt es eine Description, die fängt erstmal an mit einem kurzen Satz, der muss unter 80 Zeichen lang sein. Wenn wir dann gleich noch eine Warnung kriegen im Lindchen, weil die zu lang ist. Also dieses erste, das bricht hier noch um, das muss eigentlich kürzer werden, da müssen wir uns dann was ausdenken. Und dann gibt es eine etwas längere Beschreibung, die Zeilen sind immer eins eingerückt, das sieht man jetzt hier schlecht, aber die sind praktisch so eingerückt, damit die mit erkennbar ist, das gehört alles noch zu der Description, das ist also RFC 822 Syntax. Ist bei Debian ziemlich üblich, auch für andere Formate. Und jetzt kommt die Debian Copyright, die ist auch sehr wichtig. Also dieses Package, was ich bauen will, ist unter der MIT-Lizenz. Ah, das ist Vollbild, glaube ich. Aber ich kann es versuchen. So, versuchen wir das mal so. Ach, das ist jetzt alles etwas. Genau, also wir haben, ja, jetzt sieht man es auch. Dort, das ist dieses automatisierte Format, also dieses automatisch parsbare Format, das ist, steht halt oben, die Formatspezifikation ist jetzt eine Version 1.0, deswegen früher stand da morgen eine SVN-Revision drin, bevor das final war. Dann steht der Upstream-Name vom Paket drin, also das heißt Original-Error-Handler, dann Upstream-Contact, den nehme ich normalerweise aus den Informationen auf der PyPy-Seite oder steht in der Setup-PY drin, bei Paketen, die woanders herkommen. Dann gibt es eine Angabe, woher habe ich das Source PGZ, da steht auch die PyPy-URL. Und dann gibt es diese Spezifikation, unter welcher Lizenz stehen welche Files. Da gibt es immer so eine Files-Section. Im Files-Stern ist alles, was Upstream war oder wofür es nichts Besonderes anderes gab. Das ist halt MIT-Lizenz. Die habe ich praktisch aus den Daten von dem Package rausgenommen. Da gibt es einen Copyright-File. Und dann gibt es noch ein File ist Debian, weil da ist ja ein anderer Autor, aber ich habe die gleiche Lizenz verwendet, das ist generell doch eine gute Idee, dass man eine Lizenz nimmt, die mindestens kompatibel ist mit dem Upstream-Projekt. Also wenn man da eine inkompatible Lizenz nimmt, dann passt das ja nicht zusammen. Also kann man nie mit dem
Debian-Sachen was bauen, was nicht dazu gehört. So. Dann als nächstes legt man mit DCH. Ja. Das ist maschinenlesbar. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es inzwischen schon einen Parser dafür gibt. Also es gab auch mal eine Diskussion, ein Tool zu bauen, was dieses Debian-Copyright zumindest grob generiert, aber ich glaube, das war noch nicht fertig. So, was man als nächstes macht, man erzeugt sich dieses Debian-Changelog-File, das wird man mit diesem DCH machen, also mit diesem Changelog-Helper, und dann, wenn man so einen normalen Upstream-Tarball auspackt, hat er meistens diese Namenskonvention, beispielsweise Error-Händler minus Versionsnummer, und dann kann man noch den Parameter from dirname dran schreiben, dann weiß praktisch DCH auch schon, wie das Paket heißen soll, und dann baut er das zusammen. Das habe ich schon mal gemacht. Das ist dann dieses File, und was halt wichtig ist bei einem Paket, was man das erste Mal hochlädt, dass man mit dem ersten Upload den ITP-Bug zumacht. Und zwar macht man das so, man schreibt in dieses Changelog-File dieses Closes rein, und wenn man das Paket dann hochlädt, kümmert sich der Archivbot drum, auch im Bugtracker den Bug zuzumachen. Also man muss dann nicht nochmal explizit mit dem Bugtracker interagieren, sondern das wird durch dieses Closes in dem Changelog dann gemacht. Das Unreleased bedeutet, das ist halt noch meine lokale Entwicklungsversion, und bevor man das hochlädt, muss man das dann noch mit DCH finalisieren. Das zeige ich aber dann noch. Ja, dann kann man das U-Scan nochmal testen, ob das Watch-File auch gut ist. Da gibt es zum Beispiel U-Scan-Report. Da schreibt er nichts, wenn es alles gut ist. Man kann ihm auch noch sagen, das soll ein bisschen gesprächiger sein. Genau, der schaut also bei PyPy nach, was gibt es da für Versionen, und sagt, okay, meine Version ist die neueste, ist up-to-date. Das ist erstmal schön, also U-Scan funktioniert. Und dann gibt es die Debian-Rules, das ist halt dieses Make-File. Das muss man anlegen. Da steht jetzt wirklich nicht viel drin. Das ist wirklich nur dieses DH, dieses $add ist einfach das Output-Goal, das ist Make-Syntax. Und dann minus minus with Python 2 bedeutet, man will diesen DH-Python-2-Helper benutzen. Und dann kann man das Build-System noch angeben. Ich habe das jetzt explizit gemacht. Das ist auch bei den Python-Paketen Best Practice, dass man das machen sollte. Und es gibt eine ganze Liste von Build-Systemen, die das DH unterstützt. Da gibt es in der Manpage von DH eine ganz gute Anleitung. Also zum Beispiel CMake oder Autotools werden auch unterstützt. Genau. Und was wichtig ist, dieses Debian-Rules-File muss auch ausführbar sein. Also sieht man hier, das ist executable. Gut. Ja, dann versuche ich das mal zu bauen. Also es gibt jetzt in dem Verzeichnis noch ein paar andere Dateien. Zum Beispiel gibt es in Debian Source gibt's noch diese Format-Datei. Da steht jetzt drin Source Format. Da steht praktisch 3.0 Quilt. Das ist eines von den neuen Package-Formaten, die dazu führen, dass es keinen so einen großen Patch, sondern eben in Debian Target Z gibt mit den Source-Anpassungen. Und wenn ich das jetzt bauen will, dann nehme ich das PDE-Build. Also wenn man das benutzen will, muss man erstmal zur Vorbereitung den P-Builder installiert haben und sich so ein praktisch ein leeres Change-Root, wo bloß eine Basisinstallation vom Debian drin ist, gebaut haben. Aber das habe ich alles schon gemacht, das dauert sonst zu lange. Ich lasse das jetzt mal laufen. Da PDE-Build packt jetzt also dieses Original-File aus, installiert alle Dependencies, die in dem Build-Depends drin stehen von meinem Package. Und bei mir ist der dann auch so konfiguriert, dass der zum Schluss noch Lintchen ausführt und mir dann auch gleich sagt, wenn irgendwelche Sachen fehlen. Ja, für die Build braucht man halt die ganzen Dependencies lokal. Und also gerade bei größeren Paketen ist es manchmal so, dass man die oft nie lokal hat, also die Build-Dependencies zumindest nicht. Genau, das kann man auch machen. Also das ist auch wesentlich schneller als das D-Build. Also ich zeige es jetzt nur mal. Also der führt dann diese ganzen DH-Dinger aus. Das macht dieses DH-Sequencer. Der weiß, was muss alles in welcher Reihenfolge ausgeführt werden. Und zum Schluss läuft jetzt Lintchen und beschwert sich, die Description ist zu lang. Genau, also gerade für den ersten Upload, denke ich, sollte man da schon dafür sorgen, dass das alles wirklich Lintchen-clean ist. Und später, also Warnungen finde ich schon eigentlich unakzeptabel.
Es gibt andere Leute, die sind eine andere Meinung, aber ich denke, man sollte eigentlich schon dafür sorgen, dass das Package in einem guten Zustand ist. Zum Schluss wird das signiert. Das ging jetzt automatisch, weil ich einen GPG-Agent habe, der diese Passphrase gecached hat. Genau, also Lindian beschwert sich jetzt und dann habe ich den nächsten Schritt. Da habe ich die Description gekürzt und noch was anderes. So, und zwar, ich habe die Description ein wenig gekürzt in dem Debian-Control-File, damit Lindian zufrieden ist. Also ich habe es jetzt ein bisschen umformuliert, damit das passt. Und zum anderen habe ich jetzt noch in Debian-Rules was gemacht, was eigentlich auch eine gute Idee ist. Und zwar führe ich die Unit-Tests aus. Das sieht ein bisschen obskur aus, die Syntax, aber letzten Endes gibt es eine Umgebungsvariable, der Build Options, die man setzen kann, wenn man zum Beispiel Pakete bauen will, ohne die Unit-Tests auszuführen, dann schreibt man in dieses der Build Options rein, das No-Check und das, diese Rule, die findet halt, guckt halt nach, ob das No-Check in dem Build Options drin steht und würde das dann übergehen. Und ansonsten führt er jetzt hier mit der Default Python-Version die Tests aus, die mit dem Package mitkommen. Und ja, gibt dem noch an, wo der die Tests findet. Das ist einfach ohne irgendeinen Helper, wirklich nur plain Unit-Tests. Genau. Ich baue das jetzt nie nochmal, weil das wieder zu lange dauert. Ich zeige dann das später nochmal. Was ich als nächsten Schritt gemacht habe, das Paket ist schön modern und hat Sphinx-Dokumentation. Deswegen habe ich die auch noch hinzugefügt. Das Nächste. Und zwar wird da in der falsches Fenster. Da. In der Debian Control wird halt zusätzlich als Build Dependency noch Python Sphinx hinzugeschrieben. Die Versionsnummer ist auch die erste, die dieses DH Sphinx Doc final mitbringt, deswegen steht die da so dran. Sonst könnte man da auch eine inversionierte Dependency nehmen. Und was noch hinzukommt, es gibt ein neues Binary-Package, wo die Dokumentation reinkommt. Da steht jetzt bei dem ersten Binary-Package, was wir vorhin hatten, noch als Recommends dieses Dokumentations-Package dran, mit der gleichen Version wie das Package, was hier rauskommen würde. Das ist die Syntax dafür. Und zusätzlich gibt es ein neues Package, Python Error Handler Doc, wo dann als Depends drin steht dieses Sphinx-Doc-Depends. Das wird von dem DH Sphinx-Doc dann später befüllt und eben eine Beschreibung dafür. Also die Section ist noch eine andere, deswegen steht da noch ein Section-Block dafür da. Ansonsten verwendet, wenn man die Section jetzt bei einem Binary-Package nicht hinschreibt, verwendet er die vom Source-Package. So. Das war's da. Und ansonsten gibt es in der Debian-Rules gibt es dann natürlich Regeln, mit denen wird die Sphinx-Dokumentation auch gebaut. Nee, falsches Fenster wieder. Debian Rules. Also man kann bei dem Deb Helper immer mit Override und dem Originalregelnamen kann man sozusagen überschreiben, was der da tut. Und in dem Fall baue ich halt mit Sphinx Build die Dokumentation, also die Parameter, die stehen halt bei dem Sphinx-Bild in der Help auch drin, was man da alles machen kann. Also ich sage dem, wo er es hin installieren will, dieses $currentDir, das ist praktisch immer das aktuelle Verzeichnis, wo gebaut wird. Und wenn man die Daten gleich in das Verzeichnis mit dem Binary-Paketnamen rein installiert, dann landen die dann auch später in dem Package. Und was ich jetzt machen muss, ist, ich muss zum einen dieses Sphinx-Doku bauen und zum zweiten auch dieses Install von dem Python 2 Sachen von Hand machen. Das ist halt das, was sonst der Debhalter automatisch macht. Und dann gibt es hier noch zweimal Overrides, dieses DH-Python 2, damit er das wirklich nur für dieses DH-Python 2, für das Python Binary Package macht. Und dann gibt es noch ein Override DH Sphinx Doc, damit er das auch nur für dieses Python Error Handler Doc Package macht und nicht für alle. Und was auch noch wichtig ist, dieses DH-Compress, das habe ich auch überschrieben, weil ich nicht will, dass der
diese JavaScript- und HTML-Dateien und sowas, was da generiert wird, komprimiert. Also sonst sind die im Browser dann so schlecht lesbar. Genau, ansonsten ist es noch genau wie vorher. Jetzt kann ich das wieder versuchen zu bauen. Ich mache das mal. Das heißt, die Bildabhängigkeiten für das Thingstock mit runter. Genau, also der sieht hier, das ist noch nicht installiert. Dann baut er so ein Satisfy Dummy, das ist praktisch ein Paket, was alle Abhängigkeiten drin hat, die er fürs Bauen braucht, baut das mal und da kommen noch ein paar dazu, sieht man Jinja und noch ein paar JavaScript-Bibliotheken, die das Sphinx braucht. Ja, das dauert ein bisschen lange. Genau, also in einem Paybuilder ist halt das Gute, man stellt halt auch fest, wenn Abhängigkeiten fehlen, die man zwar vielleicht in seiner lokalen Umgebung vorhanden hat, aber die in einem frischen, sauberen Change-Root fehlen, die kriegt man halt mit. Also bei mir ist das Paybuilder so konfiguriert, dass der dann gleich eine Shell aufmacht, mir noch ein Vim installiert, damit ich damit arbeiten kann und noch gucken kann, woran es liegt. Aber das Wesentliche ist erstmal, dem fehlt hier ein Python-Modul, da steht es da, no module named package-info, weil der Upstream-Autor sich entschlossen hat, package-info zu verwenden, um seine Sphinx-Doc zu bauen. Da steht irgendwo in der Config drin, da parst er mit dem package-info die Versionsnummer aus der Setup-PY raus. Und damit muss ich dieses package-info auch noch als Bildabhängigkeit definieren. Das habe ich dann im nächsten Schritt gemacht und dann baut das auch. Also ich habe jetzt einfach in der Debian Control, na jetzt gehe ich hier mal raus, da beendet er das. Und jetzt habe ich in der Debian Control noch bei den Build Depends oben dieses Python Package Info. Das habe ich letzte Woche noch paketiert, weil das gab es auch noch nicht. Genau. So. Ja. Das gemacht ist, funktioniert es dann. Was auch noch eine gute Idee ist, bevor man ein Paket endgültig hochlädt, man kann mit dem P-Builder so ein Paket auch zweimal hintereinander bauen lassen. Also oft ist es so, dass Pakete irgendwelche Daten hinterlassen nach dem Bauen und normalerweise steht eine Policy, dass es hinterher genauso aussehen soll wie vor dem Bauen, das Source-Paket. Also man muss hinterher wieder aufräumen. Das kommt dann auch noch dazu, das zeige ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Und was ich dann noch gemacht habe, ich habe noch Python 3 Unterstützung reingebaut. Also das Schöne ist an diesem Source-Paket, das ist auch sehr klein, das ist ein Händler für das normale Python-Logging-Modul. Der zählt praktisch Aufrufe von irgendwelchen Log-Events, wenn zum Beispiel ein Error gelockt wird, dann kriegt er das mit. Da kann man zum Beispiel im Programmcode abbrechen, wenn irgendeine Bibliothek einen Error gelockt hat. Ich gucke jetzt mal kurz. So, ich zeige das mal. Also Python 3 Support ist an sich auch relativ einfach. Man fügt in der Debian Control noch ein neues Binary Package hinzu. Das heißt halt dann Python 3 Error Handler. Hat dann Python 3 Depends und ansonsten sieht es eigentlich ziemlich ähnlich wie das Original, also wie das Python 2 Package aus. Und man hat natürlich oben bei den Bildabhängigkeiten dann auch noch eine Python 3 Version und Python 3 Setup Tools, weil man die auch braucht. Und ja, die Doku baue ich auch immer noch mit Python 2, also dafür brauche ich jetzt nichts irgendwie Python 3-artiges. Und was auch erforderlich war, weil Upstream das Python 3 nicht vorgesehen hatte, war, dass ich die Setup-PY patche, dass die dieses Tutu-Free-Tool benutzt. Also in der Setup-PY die ist original noch so, wie sie war. Also man soll Upstream-Dateien also nicht selbst ändern, sondern wir haben mit diesem Source-Format Quilt haben wir praktisch so dann automatischen Mechanismus, um solche Patches anzuwenden. Da gibt es jetzt ein Debian Patches add Python 3 Support und damit habe ich zum einen diese File-Anweisung durch Open ersetzt, weil File gibt es in Python 3.2 nicht und
Use223 habe ich dort noch dazugefügt, damit er praktisch beim Bauen auch automatisch diese Python 3-Konvertierung macht und die funktioniert bei dem Package auch reibungslos. Ich habe das auch im Debian Rules, habe ich noch eine Anweisung für dieses DHPython 3 und oben so eine Python 3 Setup PY Aufruf. Und bei dem Testen wird jetzt einmal mit allen mit der Python 2 Standardversion und dann nochmal mit der Python 3 Standardversion die Testsuite ausgeführt, damit ich auch weiß, die Tests funktionieren mit zwei Python-Versionen. Also man könnte natürlich auch eine Schleife machen und dann auch noch zum Beispiel Python 2.6 testen, aber das habe ich mir jetzt hier gespart in dem Package. Und dann ist es noch wichtig, dass man unten bei dem Dev-Helper-Aufruf auch noch das Python 3 dazu schreibt, damit er den Helper ausführt. So. Ja, das ist erstmal soweit alles, um das also mit Sphinx-Doc und Python 3 dann hinzubekommen. Dann gibt es noch ein paar Files, die sind so zum Abrunden der ganzen Sache. Zum Beispiel gibt es jetzt ein Docbase. Registrierung, also wir haben so ein Debian-System, das nennt sich Docbase, da kann man Dokumentation registrieren, da wird die dann über so einen zentralen Index auch auffindbar im System, da schreibt man halt noch ein bisschen eine Beschreibung dazu und wo der die Files dafür findet. Und was habe ich da noch drin? Naja, also das war es eigentlich. Also so, das sind so die wesentlichen Files und zum Schluss, wenn man dann fertig ist, mit den Sachen, die man machen wollte, dann baut man es nochmal, am besten auch wieder mit dem P-Builder und zweimal hintereinander, damit man mitkriegt, ob noch irgendwelche Sachen unsauber sind. Und danach muss man diese Binärpakete natürlich auch mal lokal testen, funktionieren die überhaupt? Oder habe ich hier irgendwelchen Unsinn gebaut, der zwar schön baut, aber nicht das tut, was er soll? Und da installiert man eigentlich mit dpackage diese Binärpakete, die liegen jetzt. Ja, die fertige Version habe ich noch nie gebaut. Das müsste ich mal noch machen. Also man installiert diese Binärpakete lokal und macht damit wenigstens mal so einen Antest, gerade bei Python-Modulen, dass man sie importiert und dass man vielleicht auch mal aus der Doku des Upstream-Projekts mal irgendwas ausprobiert oder wenn man jetzt was hat, wo man sagt, ich will diese Library, weil ich ein eigenes Projekt habe, was die nutzt, dass man auch mal sein eigenes Projekt gegen die System-Libraries dann laufen lässt und nicht mit einem Virtual-Env arbeitet. Das sind so Testfälle, die ich bei Python-Sachen schon für sinnvoll halte. Ich habe das in dem Fall mit einer interaktiven Python 3-Shell mal gemacht, um zu sehen, ob das alles so funktioniert, wie es in der Doku steht vom Upstream. Und wenn man dann fertig ist, dann benutzt man dch-r, um das Paket sozusagen zu releasen. Dann schreibt, heute hier alles. Hier sieht man auch die Testausführung. Das ist, wie gesagt, ein sehr kleines Paket, deswegen sind es nur 5 Tests. Es gibt auch andere, wo man dann mal 10 Minuten auf die Tests wartet. Ja. Lindchen ist, glaube ich, auch glücklich. Genau. Und dann wird es signiert. Genau, und nach dem ECH-R, da sieht dann die Debian Changelog so aus, da steht halt oben dann nicht mehr unreleased, sondern unstable drin, weil das nach unstable soll und dann halt das Datum. Wie gesagt, ich habe es schon vorbereitet, deswegen war das letzte Woche. Und dann, ja, wenn man zufrieden ist damit, dann und sich selber sicher ist, dass man das gerne hochladen will, dann benutzt man zum einen mal dput, um das ins Archiv hochzukriegen, das Package. Werde ich jetzt gerade nicht machen. Und dann kann man noch mit debcommit-r kann man das Paket im Versionskontrollsystem committen und zusätzlich noch das Tag für das Release bauen. Und dann ist man mit dem Paket fertig. So, und jetzt gibt es noch Zeit für Fragen. 4 Minuten haben wir noch.
Hallo, hört ihr mich? Ich habe eine Frage zu den Lizenzen. Also ich bin Entwickler und wenn ich das beurteilen soll, welche Lizenz da verwendet werden soll, oder da fühle ich mich ein bisschen hilflos, weil ich mir das auch gar nicht alles so durchlesen will. Gibt es da einen Leitfaden oder eine Hilfe? Also generell ist es gut, mal im Umfeld von den eigenen Sachen, die man so macht, zu schauen, was verwenden denn andere Sachen. Zum Beispiel ist bei, gerade im Umfeld Python ist sehr viel MIT oder BSD lizenziert. Das sind auch Lizenzen, die sind miteinander kompatibel. Wenn man natürlich sicherstellen will, meine Software soll, wenn die jemand forkt, auch wieder Open Source bleiben und soll auch anderen unter der Lizenz zur Verfügung stehen, dann entscheidet man sich vielleicht mal für die GPL, aber im Regelfall, also gerade im Python-Umfeld, entscheidet man sich schon eher für diese liberalen Lizenzen ohne Copyleft-Klausel und dann ist man eher bei MIT oder BSD-Lizenzen. Mir geht es auch darum, wenn ich jetzt ein Paket paketieren will, das ich nicht selber geschrieben habe und das steht halt unter irgendeiner Lizenz, das dann selbst zu beurteilen, ob die Lizenz dann zu Debian passt oder nicht, wenn sie jetzt nicht in der Liste erscheint. Es gibt eine Mailingliste Debian Legal, wenn man eine Lizenz hat, die, ja, Holger lacht, also das dauert manchmal eine ganze Weile, bis dann mal eine Diskussion zustande kommt. Also im Regelfall, wenn es eine von den Lizenzen ist, die in unseren Free Software Guidelines erwähnt wird, da gibt es auch eine Liste von Lizenzen, die zum Beispiel in diesem automatischen Copyright-Format in der Syntaxbeschreibung stehen. Da ist man eigentlich ziemlich auf der sicheren Seite. Also wie gesagt, MIT und BSD ist so das Gängige oder eben GPL, LGPL, also die Sachen, da gibt es eigentlich keine Probleme. Und was halt wichtig ist als Upstream ist, man sollte diese Lizenzinformation auch wirklich mitliefern. Also es gibt Leute, die haben bei PyPy ein Paket hochgeladen, da steht auf PyPy drauf irgendwo MIT und es gibt aber nichts, was auf diese MIT-Lizenz in dem Source-Paket hinweist. Also es gibt kein File, wo eine Copyright-Information drin steht oder sowas, dann muss man den, also ich mache es dann zumindest so, den Upstream-Autor eine Mail zu schreiben, hier, du sagst, du machst MIT, aber du erfüllst die Bedingungen der MIT-Lizenz, dass diese Lizenzdatei dabei zu sein hat, noch nicht mal selber. Und meistens wissen das die Upstream-Leute einfach nie und wenn man dann die das dann hinlegen, kann man es auch paketieren, also ja. Eine kleine Anmerkung, es gibt ein Paket noch, Packaging-Tutorial, was auch schön beschreibt, wie Paketierung geht, was, glaube ich, eine gute Ergänzung zu dem hier ist, was sehr Python-spezifisch war. Und Packaging-Tutorial erzählt das nochmal so allgemeiner, ein einfaches Paket. Ja. Du hast ja gerade eben kurz dieses PyPy2Dep irgendwie erwähnt. Mhm. Und meinst, das ist halt eigentlich gar nicht richtig nutzbar, zumindest wenn man das in die Debian-Repositories Also wenn man es in die Debian-Repositories kriegen will, würde ich es nicht benutzen, eben aufgrund der fehlenden Metadaten. Also es gibt halt keine Copyright-Informationen oder so, die man irgendwie automatisch extrahieren könnte. Und von daher denke ich, man kann das nehmen, wenn man zum Beispiel irgendwelche lokal sich PyPy-Pakete in einer festen Version auf seinem System installieren will, auch im Side-Packages, ohne sich das Side-Packages zu versauen, weil man als Root irgendwie Easy-Install aufgerufen hat. Dafür ist es gut, aber es ist nicht dafür gedacht, Pakete zu bauen, die dann auch im Debian-Repositories landen. Und was genau müsste jetzt alles im Python-Packaging-Bereich noch passieren, damit das dann irgendwann mal, oder ist es überhaupt gewünscht, dass das irgendwann mal... Das wäre schön. Also es gibt zum Beispiel bei den Leuten, die hier mit R hantieren, die haben sowas. Also da gibt es Metadaten. Es gibt ja diverse PEPs, die habe ich auch in den vorhin erwähnt, wo zum Beispiel Versionsnummern sauber parsbar drinne stehen. Es gibt auch PEPs für Metadaten, wo beispielsweise die Copyright-Information automatisierbar auslesbar wäre. Allerdings ist das halt alles nicht umgesetzt. Also in Distitis 2 gab es da Ansätze dafür, da hat der Tarek ziemlich viel gemacht, aber es ist halt alles noch nicht irgendwie fertig. Also wenn diese Metadaten da wären, könnte man das machen. Niemand mehr? Keine Fragen? Dann beenden wir den Vortrag über Debian-Paketierung. Vielen Dank.